Ja, ich habe jetzt, ey, du, es ist am Strand, es ist ganz frisch. Ich mache hier Hot Tub und so, ne? Das hat hier Hot Tub Stream, Dings muss hier. Mhm. Die Dinos wachsen schneller, wenn du ohne Hose rumläufst. Sie sind halt erregt einfach. So ist das. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, Eier ist halt so eine Sache. Ich spiele jetzt hier weiblichen Charakter. So. Cuddle. Damage, eckige Klammer. Zumindest habe ich am Anfang vier Male gewählt. Ja, außerdem kann man dadurch den Mutator nicht alles einfach nur das alles verändern. Und am coolsten ist der Mewing. Beste, einfach beide Geschlechter. Einfach beide Geschlechter main. Dann werden alle schwanger. Super. Dann kann man geil vermehren. Also das ist krass. Finde ich toll. Doppelgeschlechtlich Beste. Mhm. So muss das sein. Du kannst aber auch dann nicht sagen, wer von wem die Werte überträgt. Irgendwie. Weil normalerweise hast du Female, der überträgt die. Nee, hast du Male, der überträgt die Werte auf Female. Aber ich weiß dann nicht, wie das hinkriegt, dass der auf der über den das hin überträgt. Ich hab keine Ahnung, wer dann von wem. Irgendwann. Ich hab keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber egal, das ist jetzt ein anderes Thema hier. Das geht sonst irgendwie. Hä? Komische Uhrzeit jetzt. 5, Meter Damage 4. 4, 9, 4, 8, 4, 4, 8, okay. Zwei Brockrinos haben wir. Hell 25, so schlecht oder was? Nee, das Bett nicht. Nur den Schlafsack kann man einmal benutzen. Das Bett geht nicht kaputt, nein. Der Schlafsack, den kann man nur einmal benutzen, ja. So. Ich hatte früher sogar Listen, wo ich genau aufgeschrieben habe, damit es alles schneller geht, wo welcher Dino nicht als Damage oder als Mail nutzen muss. Jetzt ist mir egal, jetzt mache ich die Tabelle hier. Ja, Bett kannst du wieder neu respawnen. Ja, hast du ein bisschen cool, dann aber ist ja egal. So wirst du jetzt nicht so oft sterben. War mal, gell? 44, 48, genau. 48. Okay, Klammer. 5, 4. Echt 3, 3, 9, 3, 8, 3, 9. Komma, Stamina. Okay, Klammer. 5, 4, 3, 3, 9, 3, 8, 3, 7, 3, 6, 3, 6. Komma, Health. Okay, Klammer 5, 4, 3, 3, 9, 3, 8, 3, 7, 3, 9. Okay. Musst du dann im Tier? Du musst dann mit den Tieren umziehen. Dann tust du die Sachen ins Tier rein und dann passt das. Mhm, mit den Tieren reisen. Dann ist es nicht mehr so schlimm mit dem Gewicht. Komma, nee, Damage, okay, Klammer, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3. Okay, habe ich. Mantis, wie schaut's aus? Gut, ne? Ja, passt, alles gut hier. Ja.
habe ich schon aufgemacht, dann gehst du mit 5, 6 Tieren los und kommst mit 2 an, weil du auf dem Weg die schienen Sachen und Dinge im Weg dann auf einmal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. So. So, Fleisch haben wir. Manchmal geht dieser scheiß Aufzug nicht. Genug Bären. Genug Bären, okay. Gut. Habe ich. Nächstes. Dann haben wir's. Wir haben auch nicht mehr so lange. Ich mache jetzt alle auf einmal und tue ich alle auf einmal rippen. So, Ferox ist wichtig. Mantis habe ich schon. Nur noch Ferox habe ich. Okay, dann haben wir es ja. Nur noch Ferox, ja. Wunderbar. Vielleicht noch eine Zucht kurz Argis, dann ein Tier raushauen. Ferox. Ich bin Raptor, der mich auseinandernimmt, werde ich nichts. Du musst immer schauen, wenn du neu anfängst, dass du den Ebola baust. Denn Ebola ist sehr, sehr hilfreich. Du kannst viele Tiere, die am Anfang, die du am Anfang triffst, kleiner sind, festhalten. Dann kannst du selbst einen Raptor entkommen oder du kannst ihn töten, wenn er dann in der Ebola versteckt. Aber ja. Solange du nicht wieder respawnst, also neu erstellst. Also wenn du viele machst, das eine oder zweimal, dann ist gut. 4, 9, 4, 8, 4, 7, 4, 6, 4, 5, 4, 4, 4, 4. Okay, 3 Procs haben wir hier. Aber Health 25, Health 46. Stamina 39. Ich würde den gar nicht durchlassen, den anderen. Nur die 2. Einmal, zweimal. Fertig. Den mit Health und Stamina so low. Also, kann man sich nicht vorstellen. Immer wieder, wenn welche am Server joinen oder auf der Insel sind, erzählen mir dann, dass sie ganz viele Alpha-Raptoren finden hier. Anscheinend sind ganz viele Alpha-Raptoren in meiner Gegend, aber ich finde kaum einen. 40. 23 40er wurden übernommen. Boah. Okay. Ich gehe Klammer. 5. Oh, 5. Den nehmen wir auch mit. Okay. 4. 4, 9, 4, 8, 4, 7, 4, 6, 4, 6. Hm, 5, 4, 4, okay. Ja, das war's dann. Gestern habe ich ihn eingeklappt von einem Bronto. Ich wusste nicht, dass man sich so schnell rennen kann. Ja, also klar, stell mir vor, der klaut jemand dein Baby, dein Kind. Dann kriegst du auch hier 25 Füße und rennst wie so ein Bescheuerter. Nur klar. Imagine! Okay, passt. Na klar. Die Tiere sind ultra sauer auf dich, wenn du Eier klaust. Aber ultra. Und die verfolgen dich auch sehr, sehr weit. Eins, zwei, drei, vier. So, okay, dann habe ich schon nochmal durchschauen. Das ist egal, das ist wurscht, ob befruchtet oder unbefruchtet. Es gibt keine Befruchteten auf der Welt zu finden. Da brauchst du einen extra Mod. Aber das ist ja egal. Für die ist halt ein Ei heilig, klar. Ist ja klar, ne? Ist ja Chlor. Ist mir zu doof, mach ich alles. Welche AG mache ich jetzt genau? Jetzt kommen meine Lieblingsvögel dran. Agentavis, Komma, Mini, Damage, okay, Klammer, 6.
7, 6. Und ich bin wieder weg. Pause ist zu Ende. Viel Spaß euch noch und wir hören, sehen uns sehr bald. Ja, bis heute Abend dann. Noch eine angenehme Schicht. Lasst sie nicht ärgern. Ärger zuerst. 5, 9, 5, 8, 5, 7. Oh, echt? 5, 7 ist schon so hoch? So viele? 12 Stück? Komma. Half. Klammer. 6, 5, 4. 4, 9, 4, 8. 4, 8, Komma. Stamina. Klammer. 5. Haben wir schon. Gewinner. So. Das war's. Der, die Gewinnerin. Perfekt. Durchgeschafft. Okay. Das ist der Chosen One hier. Damage 57. Zack. Change nehmen. Damage 57. Oder war das? War echt 57? Oder habe ich die Zahl gerade vertauscht im Kopf? Nee, war echt 57. Okay. Fertig. Zebetuff, Grundrache, Mundagmal, Agentar ist da. Ich will auch irgendwie, ich will so ein Monster-Agentarvis haben. Wenn ich dann daraus die X-Version mache oder die, was weiß ich, was Version es da noch gibt. Das hat Ultra. Start for Breeding. Start Breeding. Female 2, Enter. 57 Damage, ja. Damage 57. Den habe ich gerade neu gemacht, gell? Damage 57. Ist aber nicht 61 gebrockt, wenn ich 57 schon mal habe. Haben wir nicht 61er? Ist es nicht hochgegangen oder was auf 61? Echt nicht? Close, warte. Hatten wir nichts oder wie? Klammer 61. Ne, ist nicht hochgegangen. Okay, dann halt nicht. Dann nicht. Female 2 Enter. Und ich habe, glaube ich, den. Welchen habe ich jetzt benannt eben? Damage 57 oder 57 Damage? Was war jetzt gerade neu? Was habe ich getan? Ich glaube, 57 Damage habe ich ihn benannt. Oder umgekehrt. Was habe ich gemacht? Dann aufgepasst. Habe ich die Zahl oder die zuerst oder die Ding zuerst? Die Buchstaben. Ich glaube, ich habe zuerst die Zahl diesmal, oder? Ich habe das ja sorgfältig ausgesucht, das Ganze. Egal. Solange ich einen Brock bekomme, passt das schon. Echt? Andersrum? Oh! Scheiße! Jetzt habe ich den besseren. Oh! Hätte ich mal kurz gewartet hier. Ich glaube, dann habe ich auch 57 geschrieben, ja. Naja, gut. Na gut. Siehst du mal, wie vergesslich ich bin. Weil ich habe halt durch den Filter den besten ausgesucht mit allen Werten: Damage, Stamina und Health und. Hab's vielleicht jetzt verpeilt. aber dankeschön. Damage 57. Dann, wenn ich Damage 57 gesagt habe, habe ich auch Damage 57 geschrieben. Ja. Ganz wilde Geschichte mit mir. Einfach vergesse Reno. Okay. Ich hätte Lust, mit diesem Mannagmagen schönen Stamina-Wert zu zünden, zu züchten hier. Schön Stamina-Wert. Mana, Garmer, Komma, Stamina, eckige Klammer. 6, 5, habe ich gar nicht, krass. 4, 9, 4, 8, 4, 7, 4, 6, 4, 6. Komma, Melee Damage, eckige Klammer,
4. Das ist eh schon der richtige hier. Dann, dann den da. Media Damage 46. Achso, es ist Stamina und Media Damage ist 42, okay. Stamina 46. Ich mach bei dem erstmal Stamina. Stamina 46. Also dann machen wir das jetzt so, merken uns das. Zack. Stam 46, ne? Ja. Ich mache jetzt zwar wieder viele, aber ich lasse nicht so viele raus. Es gibt da nicht so viele in Summe. So. Prepare for breeding. Start breeding. Zack. Zack. Stam 42. Stam. Ja, jetzt passt es ja auch, schau. Alte Benennung, Stam 42. Jetzt ist auch okay. Nur mit dem Umdrehen. Ich dachte mir, dass ich die Zahl zuerst sehe. Ich weiß nicht, aber das passt schon. So. Okay. Gut. Dann haben wir das. Was mich eh stört, ich meine, das ist eh eine Menge, ich werde das eh nicht verbrauchen. Das ist hier so viel. Ich tue das hier wieder weg. Viel zu viel hier, der Scheiß. Da, zack, zack, du das mal einräumen hier. Okay, AG habe ich, das habe ich, man habe ich, Drachenzähne, das ist egal, da. Tier bin ich ja noch super Fan von hier. Ich mache es doch wieder alle, ne, aber ich tue viel, viel weniger rauslassen. Versprochen, viel, viel weniger. Ich habe ja schon die Aufzucht verschoben von denen. Tila. Okay, Klammer. 5. 4. 4, 9. 4, 8. 4, 7. 4, 6. 4, 5. 4, 4. 4, 3. Bleiben mir nur 2. Half, enkelige Klammer. 5. 6. 5. 9, 5, 8, 5, 7, 5, 6, 5, 5, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 2, Komma. Stamina. Ich kann auch so schon, aber ich mag das mit den Filtern hier. 5, 6, 5, 4, 3. Was? Was ist das für ein... Was ist passiert? Wieso so wenig Stamina? Okay, das ist schon schade. Boah, so wenig, da muss ich mal irgendwann Stamina Breeding reinbringen zwischendurch. Aber HP ist 52, 43. Damage 43, so rum. Zuerst. Und dann ist andere die Zahl am Schluss. Zack. Assessing, start breeding. Female 2, enter. Ich hatte ein HP-Breeding zwischendrin, habe ich gesehen. Bei Stamina-Breeding muss ich mal machen, nächste Mal. Ich 43, ich muss. Ja, machen wir das dann. Ja. Passt.
Also als nächstes, falls ich nicht vergesse, nächstes Mal das Downgrading oder übernächstes Mal, gucken wir mal. Oder wenn ich über 50 HP bin. Weil ist schon, ich finde bei der ist auch Stamina schon wichtig. Du steigst ja dann doch überall hoch die Berge und was auch immer. Erst die Eier raus, dann niese ich, damit es schneller geht. So. Damit sie schon aufgenommen werden, musst du ja Prioritäten setzen. Mach man zuerst mal. So. Okay, okay. Ist der Magen oben fertig? Ja. Also ich brauche da echt welche mit mehr Damage, aber es brockt einfach nicht. 18 ist halt schon so ultra schwach. Du brauchst Fernglas. Dann kannst du es wieder rufen. Warum sagst du Monster, sag Dinos, sind alles Dinos hier. Du brauchst ein Fernglas und dann schaust du im Fernglas auf was drauf und dann kannst du wieder rufen. Oder probier mal, vielleicht erreichst du es ja mit J. J ist AOE, alle zu dir ziehen. Oder es versuchen anzuvisieren mit dem Fallenkreis und T drücken. Bist du weit weg von hier? Ich kann noch kurz vorbeikommen. Kann ich dir helfen? Kann er schnell hinfliegen? 18. Warte. Ich schnapp mir irgendeinen Drachen. Wieso habe ich sie denn? Wo auch immer die sind, da. Irgendeiner hat einen Sattel. Die haben keinen Sattel mehr? Wo ist denn der von gestern, der Drache? Ich hatte doch einen mit Sattel hier. Ach, hier. Da. 32,15 war auf Erkundungstour. Okay. Warte, ich zieh mir nur kurz was an. Dann komme ich. So, hier. Passt ja. So. Ich nehme jetzt auch nichts Besonderes mit. Oh, 10 Punkte, krass. Was sagst du? 32,15 ist ja ganz ziemlich nah hier. Ist ja gleich um die Ecke. Mal kurz landen. Das ist das Item mich mitgenommen hier. Was ich mal vergesse hier. Jo. Ja, ist doch gut. Sollst du ja auch machen. Sollst du schön erkunden, die Insel. Dafür ist sie ja da. Vernünftig.
Wichtig und richtig. So. Ja, ja, das ist wild, das kenne ich. Dann ist es irgendwo oben und kannst nichts machen. Aber ist eh nicht so weit von hier. Ich bin ja schon bei. Ich fliege da, glaube ich, richtig, wenn es 215 ist ungefähr. Der arme Penetron. Wendet gar nicht hier. So. Bist du im Wald? Bist du am Strand? Ich bin jetzt 215. Felsen. Das sind ganz viele Felsen. Ich bin jetzt 32,16. Wie du siehst mich. Okay, warte, dann bleib stehen. Und nun? Links, rechts, hoch, runter. Siehst du ihn grün leuchten? Wie denn? Ja, ja, welche Richtung? Oh, ach, hier ist ein Alpha. Warte. Was ist mit dem? Cool, eigentlich ein Alpha. Ich sehe mal ein Alpha hier. Ob der kleine Drache das kann hier? Das kann 10 Jahre brauchen. Level 15er Drache war das. Wie meinst du das pink-grün leuchten? Ich? Also wenn ich das Glas raus benutze, sehe ich meine Leute leuchten grün. So finde ich sie immer, falls sie verloren gehen. So, dann ist es vielleicht eine extra Mod oder so. Aber das ist ja geil, das muss das, da will ich jetzt, will ich haben sowas. Sind die dann so wie die Dinos auf der Map angezeigt oder was? So, also wenn du jemand gezähmt hast? Ja, Diener finden wir. Das finden wir aber durch die Diener nicht. Lol. Das war jetzt wild. Das war jetzt wild hier. Bin gleich da. Ich musste mich mal mit einem Alpha anlegen hier. Sekunde. Man nimmt ein Spyglas und dann siehst du die
Dann siehst du die Dinos so auf der Karte wie bei dem da oder was? Giganotto, hier. Siehst du dann deine Mates so oder was? So hier auf der Karte? Mit allem drum und dran? Oder wie ist das? Ich suche immer schon so ein Ding, dass man die Leute finden kann. Das ist jetzt nur für Dinos, für deine eigenen Dinos. Das ist jetzt nicht für Mates, das ist nur für deine eigenen Dinos. So, jetzt musst du nochmal sagen, wo lang. Hoch, runter, links, rechts. Sehe dich gerade nicht, okay, weil ich gerade hier. Ich bin da, wo vorher war. Ich habe halt das Super Spyglass, das ganz normale, mit dem ich halt die Dinos scannen kann. Hier da. Da, hier rennt doch jemand rum, guck mal. Ach so, das habe ich ausgemacht. Das ist halt die Predator-Sicht und sowas. Das ist die Predator-Sicht und das Ganze. Ah, das habe ich alles ausgeschaltet. Das ist halt zu OP. Das kriegst du nur später im Endgame dann bei anderen Sachen. Die Eulensicht und die Predator-Sicht habe ich ausgemacht. Also, das finde ich zu stark am Anfang zu haben hier. Hier oder was meinst du? Und den kriegst du nicht mehr, oder wie? Ist der echt so hoch? Komm doch mal hierher. Kommst du hier hin? Wenn du hier stehst, müsste er doch dir folgen. Springen wir auf den Drachen drauf, geht das? Normalerweise musst du von da doch den holen können, der ist doch nicht weit weg. Da bin ich aber gespannt hier. Ja, dann viel Spaß. Genau, scheiß mir auf den Drachen. Beste Leben. Erstmal kommen und scheißen hier. Ja, dann drück mal J. Drück mal J. Wie, das ist ausgeschaltet. Du hast die J ausgeschaltet, das ist Standardeinstellung. Oder drück T. Oder halt T gedrückt und mach Follow All, was auch immer. Und drück mal die Numpad 0. Du hast vielleicht eine Gruppe gewählt, mach mal Non-Group. Mach mal Numpad 0, mach die Gruppe aus. Und dann geht's vielleicht. Also Numpad 0, das dann steht Group None und dann müsst gehen. Siehste. Du hast einfach nur. Du kannst jedes Tier eine bestimmte Gruppe zuweisen und du hast halt eine feste Gruppe gehabt. Warte. Jetzt kommt die eh mit. Wo bist du denn jetzt hin? Weil wenn das Tier keiner Gruppe zugewiesen ist und du pfeilst nur in der Gruppe 1 oder 2, was auch immer du gerückt hast, dann geht das halt nicht. Weil normalerweise müsst ihr dir folgen. Das ist nur, wenn es höher ist hier. Das Problem ist, ich schalte den aus, damit er mir nicht hinterher eilt, wenn ich J drücke. Aber du kannst trotzdem schauen. T gedrückt halten und dann kannst du alles wisseln hier.
mit T gedrückt halten, hast du so ein komisches Rad da. Ah gut, okay. Na dann. Viel Spätzle. Kein Ding. Ich gehe mich weiter um die Babys kümmern hier. Energie. Ich hab den vorher. Miko, bist du eigentlich noch da? Oder bist du schon auf dem. Bist du schon weg? Ich hab diesen Drachen sogar vergessen vorher zu breeden hier. Irgendwann hat er gesagt, er geht weg für eine halbe Stunde. Jetzt habe ich dieses komische Ding. Ach so, von dem. Ach, das hätte ich dir gleich geben können. Von dem dummen Alpha. Das brauche ich doch nicht. Hm, egal. Ich hätte dir krasse Stiefel geben können, die mit 53 Armor. Beste. Habe ich vom Alpha bekommen, brauche ich nicht. Ach ja, 24 Stunden DC. Immer geil, 24 Stunden DC. Ich hab noch gemeint, ich hab dir die Stiefel geben können. Denn ich habe die vom Alpha bekommen, ich brauche den Scheiß nicht, ich mach die eh kaputt. Von daher hätte ich die einfach schenken können, brauche ich ja nicht. So. Okay. Und ich habe gefragt, ob Mika noch da ist, weil er hat gemeint, er geht irgendwann weg für 1,5 Stunden, dass wir vorher noch die Drachen breeden. Ich habe den einen Drachen vergessen. Genau, ein Schweizer, genau. Das ist Miko, ja. Mhm. Der ist schon weg. Alles glaube ich nicht, gar nicht aufgepasst hier vor lauter Gedönse hier. So, was wollte ich jetzt noch? Ich habe, ach so, das hier. Wegen dem Damage hier. Ich wollte höheren Damage. 18. 18. Ist einfach kacke, 18 Damage. Da warst du in dem Video. Ach so, okay. Ja, dann kommt der eh gleich wieder. Ich habe mich gar nicht erinnert, dass ich Video geschaut habe, muss ich ehrlich sagen. 19, 21, 21, doch, dann ist doch der besser, okay. Ach, den komischen Aberration-Boss, stimmt. Ja, ist das schon wieder länger her. Ist ja schon wieder länger her. Nichts, ganz normal bei mir. Ganz normal hier. Ist schon 2 Minuten her? Was willst du? Optionen, das hier. Ich hab mal Breeder hier. So. Also, gib mir... Oh, warte. Muss ich die wieder... Die überleben noch, oder? Die haben noch Fleisch hier. Boah, ich hätte dich fast vergessen, Kissi, hier. Ach du Scheiße. Haben die noch Fleisch, die normal? Ne, die haben kein Fleisch mehr hier. Essen die jetzt... Warte mal, wie kann ich denn das herausfinden? Essen die jetzt, wenn sie größer sind, normales Fleisch? Hm.
Also was heißt normales Fleisch? Die essen ja nicht nur Raw Meat und anscheinend. Also die Nanny gibt sie nur Raw Meat und vielleicht essen die jetzt aus dem Futter noch auch anderes. Ich weiß auch nicht, wie ich das herausfinden soll. Guck ich mal, auf jeden Fall leben sie. Auf jeden Fall leben die. Prepare for breeding, start breeding. Female 2, enter. So, male, start breeding. Ich brauch too many males to begin breeding. Mach halt alle female, 2, zack. Breeder, male. Einfach too many males, alles klar. Action Jackson. Ja, ich fand hier, Pink, diese Anzeige am Anfang zu stark. Dann hast du das Spyglass und dann siehst du die ganzen Dinos und alles. Das macht den Entdecker, die Entdeckung nicht mehr so spannend. Ich flicker gerne rum und suche die Sachen. Wenn sie zu sehen sind unter den Bäumen und so, finde ich es nicht so toll. Immerhin das Entdecken soll noch wild und spannend bleiben. HP, HP. Hä, warum habe ich so viele HP-Dinger? Was für ein Schmarrn. Also das kannst du nicht vorstellen. Was zum Teufel? Also ich finde, also das verliere ich mal Dino. Ja, das ist tägliches Brot, Dino zu verlieren. Das gehört dazu. Da habe ich dann das hier angemacht. Also Ark hat ja anscheinend eingefügt vor einem Jahr oder so, oder nachdem ich aufgehört hatte zu spielen vor eineinhalb Jahren. Dass man, wenn man Dinos zähmt, kann man sie hier tracken. Das habe ich nicht gewusst. Das ist halt ultra geil, wenn man 5000 Dinos gleichzeitig zähmt. Hätte ich früher mal gebraucht, weil ich habe immer 10 gleichzeitig gezählt, wenn ich bin nachher noch mit 2 nach Hause gekommen. Und dadurch gibt es anscheinend jetzt dieses Teil hier. Du kannst hier normalerweise auch die Wilden scannen, aber das habe ich ausgemacht. Auch wieder wegen dem Entdeckersinn. Aber wenn ich irgendwo bin und ein Dino verliere, gebe ich halt hier den Namen vom Dino ein. Ich bin jetzt hier zu Hause bei dem, aber egal. Hast du ja vorhin schon gesehen. Und dann steht der, wo der ist. Hier, der ist dahin, 34 Meter. Und du kannst nur deine eigenen Dinos tracken. Das ist Creature Finder. Du kannst auch bei Ausrufezeichen Mods alle Mods anschauen, aber du musst halt Sachen deaktivieren, sonst ist das zu OP. Also ich habe bei jeder Mod habe ich Sachen umgeschrieben. Es ist auch dafür gedacht, dass du die wilden Dinos findest. Aber das... Deswegen habe ich auch den Ding ausgemacht beim... Es gibt auch so ein... Wie heißt das Teil hier, Chat? Das Transmitter oder wie das Ding heißt? Da kann man auch fremde Dinos finden. Habe ich es auch ausgeschaltet. Also ich habe jede Möglichkeit ausgeschaltet, dass man fremd wilde Dinos finden kann. Damit man nicht einfach etwas findet und dann dahin fliegt. Sondern man muss es selber suchen. Und diesen Random-Faktor muss ja gegeben sein. Also ich habe hier zwei Optionen eingegeben. Einmal Scan All Creatures No und Scan Tamed Only True. Also false und also scanned all false und scanned tamed only true. Damit du nur deine eigenen Dinos finden kannst. Und nicht die, sonst kannst du auch die alle Dinos auf der ganzen Map finden. Und dann werden sie dir angezeigt. Das ist halt nicht mehr so spannend. Also ich habe keine einzige Mod, die ich drauf habe, so gelassen, wie sie original ist. Sondern immer ein bisschen angepasst und verändert. Ich mag halt das Entdecken und das Finden und wenn ich halt mein eigenes Dino verliere. Ja, das mit der Map ist halt Katastrophe. Ja, ja. Da können auch halt die Modder nichts machen. Das ist halt so von Ark her. Das ist nicht so wirklich geil. Der Pfeil, der ist eh ein Scheiß. Das wäre vielleicht besser ein Punkt, aber das ist halt nicht gut. Das hat halt Ark nie geändert. Mal schauen, wie Ark 2 wird. Vielleicht ein Full-Story-Game. Oder vielleicht ist es einfach ein verbessertes Ark 1. Was ich hoffe, aber ich glaube nicht, dass es so ist.
So, was ist mit den Mantissen hier? 20%. Essen die jetzt normales Ding hier? Genau, das ist ja das ist meine Befürchtung. Wird mir Story auch wegen Vin Diesel, wegen allem. Das wird storylastiger und die haben ja schon so einen Arc-Server bedingt. Vielleicht machen die das nicht mehr. Vielleicht supporten sie einfach Arc 1 weiter und Arc 2 wird was anderes, weil zweimal das gleiche Game macht ja wenig Sinn, obwohl ich es halt feiern würde. Einfach verbessert, ja. Die ganze Serverstruktur verändert, weil die Serverstruktur ist einfach beschissen. Egal was du machst, auf der einen Seite der Karte, auf der anderen Seite der Karte, wird das, hast du genauso Lags. Weil mit der Unreal Engine 4.05, was sie aktuell haben, momentan ist man ja sogar bei 4.2.4.24. Aber die können sie ja nicht mehr verändern, denn sie haben selbst zu viel umgeschrieben. Und mit der 5er wäre das halt schon viel geiler. Alles besser. Anpassbar und auch wie bei Icarus, die Steine, wenn man sie abpackt, dass man so einzeln abpackt wie bei Rust oder Icarus. Also einfach das Spiel, was jetzt ist, nur ein bisschen verbessert. Besonders mit der Anpassung, mit der Tickrate des Spielers, dass das Clipping besser ist. Einfach die Server-Performance besser machen. Bessere Anpassung des Spielers in der Welt durch besseres Clipping, bessere Tickrate, dass das öfters abgefragt wird und das genauer ist. Weil manchmal schießt du Pfeile auf dem Dino, der Pfeil ist auf dem Dino, aber du triffst halt trotzdem nicht. Macht keinen Schaden oder kein Torpa geht hin. Das war halt immer schon ein Problem. Aber das ist halt die Grundstruktur, die kann man nicht verändern. Nur wenn man einen neuen Teil macht. Mhm. Terry. Mal schauen, bin ja gespannt. Terry. Zino, komm mal, Melly, Damage, 5, 6, 5, 9, 5, 8, 5, 7, 5, 6, 5, 5, 5, 5, Komma, Helf, Klammer, 5, 4, was? 3, 2, nee, wie scheiße ist das denn, Alter? Mit 2, ist es schäme mich, das hier einzugeben. Stamina, Klammer, 5. 4, 3, 3, 9, 3, 9, 3, 8, 3, 7, 3, 6, 3, 5, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 1, Komma. Ja, das ist scheißegal. Das sind eh Zwillinge hier. So wenig Stamina? Uff. Und die scheinen den Scheiß euch breeden, oder was? Kann man sich nicht ausdenken. Option, jetzt gebe ich ein. DMG 55. Zuerst den Text, genau. Ist ja ekelhaft so. Zack. Terry. Achso, ach, das geht. Ach, ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass ich das nicht komplett ziehen darf. So viel zu, wir machen heute nur kurz Greetings. So ist das. Kurz Greetings. Mit Gags. Hm. Viel mehr, zack, zack. Aber mir egal, mach einfach das, was dir Spaß macht. Damage 51, Damage 55. Hier, Mail, zack. Und die Mods laufen nicht weg. Und wenn ich das nicht mache, macht es ja keiner. Von daher passt es ja. Wie gesagt, die werden eh alle verheizt, glaube ich. Zum Arc-Finale, keine Ahnung, wann es sein wird. Heute, morgen, in einer Woche, im Monat, im Jahr. Verheizen wir einfach alle. Bei Shigo Island haben wir sie in den Vulkan geworfen. Und wenn jemand auf dem Server böse war, haben wir den auch einfach in den Vulkan geworfen. Das waren noch Zeiten hier. Damals haben wir Leute in den Vulkan geworfen. Huch. Aber hier gibt's auch Vulkane.
Aber sowas würde ich natürlich nie wieder tun. Da habe ich ja dazu gelernt hier. Einfach erschießen. Zu viel Aufwand mit Vulkan und so. Oh nein, stopp, 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 stopp. Okay. Okay. Also, jetzt wissen wir's. Das war jetzt ein Test. Na, leider musste mir halt eine opfern. Also, sie fressen danach auch nicht aus dem Ding. Mhm. Okay. Kein Problem. Leider musste einer dran glauben. Es war bestimmt nicht gut, aber egal. Das macht ja nichts. Das heißt, wir müssen immer dafür sorgen. Ich habe das mal getestet. Ich hätte schon längst Fleisch rein tun können, aber egal. Dass normales Fleisch da ist. Lassen wir sie kurz selber essen hier. Mhm. Raw Meat. Das da. Das wird jetzt nicht so schnell weggehen, glaube ich. Oder ein paar Sekunden. So viele Tiere haben wir nicht draußen. Okay. Theoretisch. Nochmal ein Risiko hier. Einmal. Hat hier genug Leben hier. Safe. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sogar noch eine. Sechsmal. Fertig? Fertig. Okay. Na dann. Basic. Advanced hier. Dedicated Storage Raw Meat. Mantis. Bitteschön. Energie. 9000? Okay, jetzt werde ich nicht mehr verhungern. Wollte ich schon vorher machen, aber jo, jetzt weiß ich Bescheid. Muss ich mich extra um die immer kümmern. Oder ich tausche einfach die Blumenbeete aus, mach nur noch das Fleisch. Okay, passt. Hätte mir irgendeinen Timer stellen sollen, aber egal. So. Wir sind bei Mega, oder? Haben wir schon Mega oder muss ich noch Mega? Megatiere muss ich, glaube ich, noch. Hey Horst, was geht? Du hast ja schon ziemlich viel voll gespammt heute Nacht, habe ich gesehen. Aber mir war das egal. Ich habe es gesehen. Megatherium. Mini Damage. Okay, Klammer. 5. 6, 5, 4, 3. 3, 8, 7, 3, 6, 3, 5. 2, 3, 1, 1, 5. Okay, Klammer. 6, 5, 4. Okay, haben wir schon gefunden. Zack, fertig. Ende der Geschichte. Damage 31, ja passt. Damage 30. Ich mache einfach mal New hin, ich weiß nicht, ob ich schon einen hatte. Mega. Zack, 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 zack. Prepare for breeding, start breeding, female, zack, zack, enter. Heißt, haben wir schon einen gehabt, deswegen Damage 32, New und Start Breeding. Energie. Was geht, Horst? Wie war dein Tag? Welcome, my friend.
So. Mega, zack. Mega, wunderbar. So. Es gibt nur ein Scheinehorn auf der ganzen Map. Aber ja, rennen rum, ja. Es gibt Einhörner, also so Pferde halt, es gibt halt nur ein Scheinehorn. Oder wie das, wie heißen die, nicht Einscheinehorn sind die, keine, aber es gibt ein Einhorn auf der Map. Ich glaube einmal nur. Musst du mit Karotten zähmen, soweit ich weiß. So hingehen. Musst du E drücken, dann mountest du auf das auf und dann musst du weiterhin E drücken. Muss die Blast nicht abgeworfen werden. Bigfoot, Mantis, Diver, Saberturm, okay. Jo, fertig dann. Das reicht. Jetzt noch sortieren und dann haben wir's. Achso, die Eier rausbringen erstmal, oder? Boah, wie viele sind das denn noch? Eurer! Ach, ich dachte, I'm done! Ah, ja. Die ganze Metzelei wird dann auch noch wild, wenn ich die einen loswerden muss, die nicht aufgezogen werden. Jetzt spricht der Horst nun mit mir. Horst, was geht? Wie war dein Tag? Was hab ich denn immer? So. Kommen die noch? Ah, jetzt hat. Gut, freut mich hier. Miko ist da. Ich habe gar nicht gecheckt, dass du weg bist. Ich habe eben hier Luma gefragt und meinte, du bist schon weg. Und ich dachte mir, huch, okay. Dann bist du bestimmt gleich wieder da. Ich hatte nämlich einen Drache vergessen zu breeden. Noch nicht, ich bin noch bei den Breedings, aber gleich. Ich bin bei den letzten Breedings und dann haben wir's.